Wo die Reitertieren falsch sind. Ah, Alter, wieso? Shadow Champion nicht angezeigt. Alter, Io in Runde 1, come on. Wie ist eure Frage, Meinung zu Reiter Theodens? Das mit der Extended Version war frech. Ja, das haben wir aber immer gesagt, dass wir Extended Edition machen. Aber vielleicht, gut, kann es natürlich sein, dass es an dir vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich das dir geschrieben habe. Ja, nee, du hast doch, oder ob es dann irgendwann mal im Stream gesagt worden ist, als du mit. Ich habe es schon mehrfach im Stream erwähnt, aber kann natürlich sein, dass du da immer gerade Match of Empires warst. Mir hat nur nachgefragt, was die Frage war. Aber ich finde, also für Reiter Theodens hätte ich schon einen Punkt bekommen müssen. Aber ich, im Endeffekt war es ja geil. Nur wenn es jetzt auf einen Punkt unentschieden geworden wäre, da wäre ich schon mad gewesen, bin ich ehrlich. My quiver and bow are ready. Mann, ich will dieses Io mitnehmen. My spirit returns to flesh. Oh, Flash. Im Ricky und den Schaden. Das ist irgendwie ein bisschen leise gerade, oder? Nö, eigentlich ist es wie immer. Oh, kurzen Test machen. Audio. Oh, danke nochmal an den Zuschauer. Also, falls die YouTube-Folge wird, das ist ein YouTube-Zuschauer gewesen. Der hat mir gesagt, Alter, wie ich meine Aufnahme wieder angezeigt wird. Der hat mir nämlich gesagt, dass man das im Hauptmenü umstellen muss, die Einheitensprache. Und so wie es aussieht, ist es jetzt, ich habe jetzt das Spiel ausgehabt vorher und habe es wieder angemacht. Und so wie es aussieht, ist es auf 60% jetzt die. Wo bin ich jetzt gelandet? Bleibt die Einheitensprache auf 60% Lautstärke. Das heißt, es hat auf jeden Fall funktioniert, das im Hauptmenü zu machen und nicht während dem Spiel zu machen. Ehre nochmal den Zuschauer, der mir das in die Kommentare geschrieben hat. Falls eine Runde wird, denn auf YouTube. Und jetzt aber mal als Gamer, Junge. Jetzt aber mal jetzt einfach Konzentration auf Owl Chess. Also für die YouTuber, wir kommen auch gerade aus dem Herr der Ringe, Chris. Falls eine Runde wird. Aber hat auf jeden Fall gebockt. Weil war sehr cool. Und jetzt gucken wir, dass wir mal bitte keine Hunter-Runde spielen, aber Hunter kommt bisher recht gut. Juggernaut stands ready. So. Eh, das ist auch ein interessanter Roll. Oh, lob wieder seinen YouTube-Zuschauer, der hat einfach lieber als uns. Ich habe euch alle lieb. Und wie gesagt, oh Leute, ich habe einfach zu wenig auf einen auf dem Feld. Was ist das denn? Und viele sind ja auch beides. Die schauen sich die Streams an und gucken ab und zu mal in YouTube-Folgen rein. Ich glaube, dass niemand so krass ist und sich alle Streams gibt und dann auf YouTube schaut, das glaube ich nicht. Weil, keine Ahnung, ob sich jemand im Stream eine Folge anschaut und dann nachher nochmal die YouTube nochmal anschaut. Lukas, ich hab dich auch. Ich hab da voll die Mods gelobt. Will da kein Hunter spielen, aber Hunter kommen ja schon wieder gut. Paul hat eine Draw. Ja, true. Aber für mich ist halt. Für mich gehört Axe immer dazu, Patrick. Axe ist für mich. Bei den Huntern. Wobei inzwischen muss man gar nicht mehr spielen, sie eher mit Beast sogar. Aber in meinem Kopf ist Axe immer schon bei den Huntern dabei. Hab kein Lob für die Mods gehört. Ihr seid die besten Mods. Ihr seid die besten. Axe grows stronger. Was ist das denn? My arrow pierces the wind. Da muss die Hunter kommen gut. Was für dumme Teile, Alter, ich dreh durch. Warte mal, gibt's den Befehl Mods loben eigentlich oder gibt's nur Danke Mille? Hatten wir nicht mal so einen Befehl? Nee. Danke Mille gibt's aber, oder? Danke Mille gibt's. Gab's nicht mal Mods loben oder hat es einfach nur so damals. Das ist einfach nur so damals die Leute reingeschrieben. Hashtag Free Mille. Boah, wie kann ich den mitnehmen? Oh, den lieber noch kurz mit. So Game. Was willst du, dass ich spiele? Eyes up and shields front. Ich habe jetzt halt die Items gegeben. You can't keep a demon down. Auf Terrorbait wäre das früher OP gewesen, aber Terrorbait ist einfach nicht mehr das, was er mal war. Ich denke mal, ich gehe von den Huntern weg, auch wenn ich jetzt, also ich heiße mal eine Runde, aber ich denke, ich gehe endgültig von denen gleich weg. Wir haben jetzt auch doppelt nochmal Tiny und so. Wir haben schon auch Kriegerbuff.
Wie lange ging das Herr der Ringe-Quiz? Das ging jetzt über 2 Stunden, das Herr der Ringe-Quiz, oder? So 2 Stunden 15 oder sowas könnte es sein. Wo gehen wir jetzt auf Gold Greedy? Der Krieger-Buff noch. Dann gebe ich die Eis auf Patsch. Bock, wenn ich Level 5 nachher bin, einfach Lucky instant einen Doom zu ziehen. Oder einen Chen. Ultet meinen Patch wieder. Oh oh. Sag mal, wie tanky ist Jojo? LOL. Kann man mal machen. Kann ich mich jetzt wirklich verstärken, wenn ich Level abgehe? Irgendwie kann ich nicht wirklich stärker werden. Ich frage mich, ob wir mit dem Gold gehen sollten. Ich würde fast, wenn dann würde ich Anti-Mage stellen, um einfach von oben links irgendeinem die Ult wegzuklauen. Wir können jetzt gucken, was Anti-Mage für einen Impact hat in der Runde, in der wir spielen. Guck mal, wenn er auf Clockwork geht, das ist die stärkste Ult, die er hat, wobei er hat Godbuff hier auf Mars. Aber Clockwork Ult schon mal rausnehmen, ist gerade von den Kriegern, ist fett. Wir haben komplett Clockwork aus der Runde rausgenommen. Die Ult war ja auch wieder. Ich glaube, wir hätten es nicht gewonnen ohne den Anti. Ah, wir gewinnen es vielleicht trotzdem nicht. Wieso kriegt er keinen Schaden? Er bekommt halt 0 Schaden! Alter, ich hätte mir niemals gewonnen ohne Anti-Mage. 18% noch. 18 Leben noch. Nice. Das schmeckt mir. Ich glaube, der hat es schon verdient. Ja, wobei. Du hättest es verdient gehabt, aber ich will auf 20 Gold. Richtiger Verräter. My Tiny soll einmal schnell die erste Ult raushauen. Boah, man kann, finde ich, richtig schnell, also Auto-Chess kommt man so schnell, mit Auto-Chess habe ich auch schon seit 3 Jahren jeden Tag gefühlt. Bei Auto-Chess kommt man richtig schnell wieder rein. Gibt's denn hier gerade? Warte mal, ist das der? Oh Leute, das ist der Effekt, den wir die ganze Zeit, auf den wir gewartet haben, oder? Leute, das ist er. Das ist der Effekt, oder? Auf den wir gewartet haben. Das ist er doch. Das ist er safe. Leute, das ist er, wir können unseren Effekt letztendlich, oh lol, 2x Mars 2. Teil nochmal Ult und maybe, sonst keine Chance. Eine Ult brauche ich mit. Oh. Er wird einfach so viel weggehauen, dass er nicht ulten kann. Ganz kurz gucken, aber es müsste er sein. Gerade. Was ist das Ding? Das ist der Effekt, auf den ich die ganze Zeit warte. Ich habe nur nicht gewusst, dass er so leuchtet in der Mitte. Okay, Leute, wir gönnen uns jetzt endlich mal einen richtig schönen Effekt. 800 Candies minus. Eieiei. Okay. Ist eigentlich ein Entrance, den ich momentan mir gönnen könnte? Oder ein Pet? Oh, Schadenseffekte vielleicht noch. Die Ult war wieder mal stark von Tiny. Tiny ist einfach eine Maschine. Ja, wieso kann ich mir 100 Candy-Sachen hier jetzt nicht mehr leisten, laut dem Ding? Time to shove off. Hm.
Aber vielleicht spiele ich wirklich auf 6er Krieger zwischenzeitlich mal. Also, da gibt es ja ganz gut gerade, aber auf was ich Late Game gehe. Wieso kann ich mir das Projektil nicht holen? Also will ich eh nicht machen, aber wieso ist es ausgegraut? Ich hab doch keinen. Hey, ist der jetzt wieder Level 1? Muss man den neu hochleveln, wenn man sich einmal was gekauft hat dafür? Wieso steht der links Level 1 bei ihm? Aber der war ja Level 30 schon einmal. Man muss ihn wahrscheinlich nochmal neu hochleveln, wenn man einmal was benutzt hat. Das wusste ich gar nicht, dass das Level kostet. Nee, das ist ja kein Effekt, das ist ja ein Projektileffekt. Ich muss einfach auf Level, das Level 1 runtergesetzt worden. Ich wusste nicht, dass es Level kostet, wenn ich einen Effekt draufhau. Hallo Baumeist, was? Baumeist Melone, moin moin, servus. Hallo Melone. Gibt's hier jetzt, was nehme ich denn hier mit, ist die Frage auch. Meinte ich, gehe in der Winning Streak richtig so rein? Kann ich die Runde gewinnen? Sollte reichen können mit dem Schiff. Nimm es dann von Tiny noch. Ist aber leider gleichzeitig gekommen, das war ein bisschen Verschwendung. Guck mal, dass es reicht, dann kann ich danach ihn noch einstellen für Vollkrieger. Hallo Inatur, moin moin. Wie lange geht's heute noch? Boah, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, nochmal zu. Also nach dem Quiz hatte ich gar nicht vor, heute Dota Auto Chess zu streamen. Das war gar nicht mein Vorhaben. Aber irgendwie habe ich gerade Bock. Es war gerade eigentlich recht spontan, das nochmal in Auto Chess zu gehen. Ich dachte eigentlich heute das Quiz. Da dachte ich mir, okay, ich kann ja vor dem Quiz schon mal eine Runde streamen, damit ein paar Zuschauer am Start sind bis dahin. Und der ist jetzt spontan. Oh, warte mal, wir müssen mal das ändern. Habt ihr das? Scheiße, hat keiner geändert, ne? Game Auto Chess. Das müsste geupdatet werden. Hab mich schon gewundert, war vor dem Quiz kurz da. Ich hab mich auch gewundert. Juggernaut Dass ich jetzt nochmal stands rein streame. A mixed blessing. Kauf einmal irgendwelche Sachen. Ich weiß ja nicht, was ich machen will. Hat das funktioniert mit dem Updaten? Müsste eigentlich funktioniert haben. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass das Quiz wieder alles so gut funktioniert hat ohne Probleme. Also wirklich cool, dass es auch da immer wieder Zuschauer gibt oder auch Mods wie Mille dann quasi, die sich Quizzes vorbereiten. Das ist echt Ehre. Und wie Maxi natürlich auch. I ride with the light. Hier steht auch, Chess. Danke dir, Prinzenrolle. Vielen, vielen Dank. Und wieder da, hatte jetzt echt Hunger auf den ganzen Stress. Ja, verstehe ich mir. Du warst natürlich auch richtig im Grind. Ich wollte einfach nicht letzter werden. Das war mein Ziel. Das habe ich knapp erreicht, zum Glück. Aber eine enge Kiste. War wirklich eine sehr enge Kiste. Guck mal, wir haben unseren Effekt. Der Effekt ist am Start. Ich war mir erst nicht sicher wegen diesem leuchtenden Licht, ob es der richtige ist. Aber eigentlich müsste der richtige sein. Aber ich hab mich an dieses Licht gar nicht erinnert. Ich glaube, das sieht man offen nicht, wenn man den auf dem vom anderen Feld drauf schaut, wenn es nicht seiner ist. Aber müsste der sein, also gerade mit dem dunklen Lilanen hier. Und selbst wenn nicht, ist der mega geil. Der ist auf jeden Fall sehr ähnlich wie der eine oder ist genau der eine. Passt sehr gut zusammen, von der Farbe auch.
Aber an dieses leuchtende Licht hatte, glaube ich, Lipindle nie dran. Ist der eine namens Darkmoon, ja. Darkmoon, ja. Das leuchtende Licht. Ach Mann. Komm, Brewmaster, du wirst geopfert. Alter, guckt ihn euch mal an. Er weiß einfach gar nicht, was ihm jetzt gleich blüht. Er hat einfach keinen Schimmer, was ihm gleich blühen wird. Komm Leute, wir alle hassen noch Brewmaster. Wir müssen uns das von Namen angucken, was mit Brewmaster gleich passieren wird. Wir müssen das genießen. Alter, der steht voll safe. Was ist das denn? Was ist das denn? Er hat sich voll rausgesneakt. Was ist das? Er stand ganz hinten allein. Er hat sich komplett rausgesneakt, die Sau. Da kam es natürlich auch mal an. Brewmaster, gönnen uns jetzt richtig schön einen Warlock. Einen Disruptor Drop. Komm, Brewmaster. Du bist mein bester Freund. Ach, Brewmaster ist einfach auch Schmutz. Master of Beasts. Der Brewmaster spielt es auch echt selbst schuld. Boah, ich nehme wirklich mal ausnahmsweise dieses komische Purman-Schild, Junge. Liegt vermutlich am neuen Targeting der Assassins. Guck mal, hab ich mir schon wieder nicht durchgelesen. Das leuchtende Licht beleuchtet die Umgebung, die leuchtende erscheint, bis es erlischt. Das ist das Licht, wie ist das Licht, das Frodo mitgegeben wird, als ich nur Licht geschrieben habe. Erendils, der Vater von Elrond und Elros. Krank. There's no taming me. Ich gehe ganz einfach nur auf Level Up. Keine Ahnung, was das wird. Aber irgendwie ist das Team gerade einigermaßen gut. Ich glaube, wenn man Early die spielt, gehen die ganz gut ab. Warte mal. Der Baitmaster, nehmen wir den mal raus. Eigentlich sind wir dumm, wenn wir Kottel gehalten hätten, hätten wir ganz relativ gut mit Crystal Maiden dazu die Human stellen können. Ja, das muss ich auch nicht schnell erklären. Miller, ist alles okay. Hab da keinen Stress. Ach Leute, ich bin zufrieden. Ich war nicht komplett lost. Ich habe doch einige Sachen auch gewusst. Auch wenn wieder klar ein paar witzige und dumme Antworten auch dabei waren bei dem Quiz gerade. Aber trotzdem bin ich eigentlich happy, wie es lief. Ich hätte mich echt nicht überrascht gewesen, wenn ich mit nur so 3-4 Punkten rausgehe. Tüften. Was sind Tüften? Master of Beasts. Mann, ich habe eigentlich gecallt, ich würde mal die neuen Warlocks auch probieren. From the tears pus in your eye. Den besser als Bad Rider als Undead Buff. Wenn wir Witch Doctor hätten, könnten wir beides noch mitnehmen. Du bist overall happy, warum nicht Pullover happy? Also. Funka sieht irgendwie anders aus. Sieht gerade nur im Schatten. Also Humans kommen ja auch gut.
Aber wir gehen jetzt einfach weiter mit dem Zeug, Humans jetzt nochmal aufzubauen. Für 3 Humans vor allem lohnt sich jetzt nicht wirklich. Was für ein Krieger können wir noch ziehen außer Doom? Gibt's nur noch Doom? Hab ich. Ja, nur noch Doom oder Trollwater halt im Late Game dann, wenn ich einen Ziel lucky. Und mit dem Doom könnte ich noch Krieger stellen. Okay, komm, gegen Assassins müssen wir doch was können. Wir haben eine Streak geholt sogar. Der Heal von Necrophos ist nicht zu unterschätzen, Mann. Ich spiele Necrophos, glaube ich, zu selten. Guckt euch mal an, wie stark Necrophos ist. Necrophos ist so eine starke Unit. Warum spiele ich den so wenig? Der hat gerade richtig gecarried. Der hat so viel gehealt. Wenn wir in den Tank gekommen, weil die dann noch gehealt wird. Der Luck. Luck ist wieder am Start. Warte, den will ich auf jeden Fall reinhauen. Hä? Mir wird nichts angezeigt hier. Wieso wird mir hier nichts angezeigt gerade? Ah, jetzt, okay, ich war gerade echt, hatte ich gerade echt Schiss. Hey, Inatur! Wie soll ich dich eigentlich nennen? Vielen Dank für deinen Prime, danke für den Support. Alter, wir haben 176 momentan wieder. Wir gehen momentan echt wieder hart auf die 200 sogar zu. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke, Inatur. Entscheid mal, wie ich dich nennen soll, weil Inatur soll das so sein? Oder soll ich dich nur Natur nennen oder passt Inatur? Vielen, vielen Dank für den Prime, lieben Chat. Danke für den Support. Rammschuss hat gefailed. Der Losing Streak oder sowas drauf. Er hat Losing Streak drauf. Das ist belastend. Danke für die Unterstützung. Da ich zwar nachher roll ich im IO Relikt. Weil ich würde nachher so auf Legendary zu rollen und nicht IO Relikt nice. Ich fühle mich gerade so, als ob ich mich durchs Game so durchmogeln würde. Ich habe schon lange nicht. Ich habe so lange keine Kriegerzeug mehr gespielt, aber anscheinend kann das was Early Game. Ist schon richtig, okay. Achso, Kappa. Oh Gott. Wenn ein Kappa hinter sein, schwierig. Habe ich vorher eigentlich irgendwas übersehen? Hat vorne mal irgendjemand eigentlich ein. Okay, nee, während dem Kurs hat niemand. Ich hab nämlich echt keine Einwendung drin gehabt. In dem Fall, wenn jemand Sub da lässt und so. Abo. Vor allem, das meine ich. Also Runde 21 halt schon Trollwater zu haben, das ist ja, das grenzt schon an den Drop. Vor allem in der Comp. Die beste Junge, die ich ziehen konnte, war Trollwater und die habe ich gezogen. Oh, das ist schön, nochmal den hochzuziehen irgendwann. Würdet ihr Level 10 durchgehen, Leute? Oder würdet ihr auf Level 9 rollen? Wir hatten einen Entbannungsantrag, ist abgelehnt und der Boy reportet. Der Troll rastet aus, der Troll ist auch stark, okay. Ich habe das gar nicht mitbekommen, Mille. Wie immer. Aber ich vertraue euch da voll und ganz, dass das. Dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. Kannst du mir im Discord schicken, vielleicht, was der geschrieben hat, würde mich aber trotzdem interessieren, gerade. Und wer das war. Alter, Wulli steht immer noch in der Spiellobby 1. Ich glaube, er will weiter Turnier machen. Das schreibt man schon, wie ich sehe. Ah, okay. Ja, ich weiß, welcher Kollege. Was hat denn der als Entbannungsantrag geschrieben? Hat er irgendwas reingeschrieben oder hat er das nur so geschickt? Das war der Typ für die Zuschauer vielleicht gerade, der einen rassistischen Kommentar geschrieben hat, den ich damals auf YouTube auch ausgeblendet habe. Ja, dann hat einen Bannungsantrag gestellt, aber ich will es nochmal, also ich will es natürlich jetzt nicht wiederum, was der geschrieben hat. Das war ziemlich unter der Gürtellinie. Aber ich glaube, das war nicht mal ein Deutscher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Deutscher war. Ich bin nicht so ein neuner Krieger-Fan eigentlich, aber. Weil die jetzt schon mal mitnehmen kann.
die halt auch. Was wird das hier? Also bei mir weiß ich noch nicht. Guck mal. Er hat immer ein Ü in seinen Namen. Ich glaube, vielleicht war es auch nur kopiert, egal. Achso. Alter. Ja, manchmal gibt es einfach irgendwelche Idioten, leider. Hier. Ich bin ja sogar jemand. Also ich bin ja, ich weiß, bei den meisten ist es schon generell schwarzer Humor zu viel. Ich bin jemand, ich habe eigentlich einen recht schwarzen Humor so privat. Und man natürlich meist solche Sachen dann nicht ernst, wenn ich irgendwie mal so einen Witz mache oder so. Aber im Stream muss man immer mit sowas aufpassen, aber das ist halt so, das war halt so eine Sache, die wirklich unter der Gürtellinie komplett war. Und es gibt irgendwo immer so Sachen, wo man einfach, ja, wo es auch einfach kein Humor mehr ist, wo es auch kein witzigen Zusammenhang steht oder so. Leute, was ist denn der Plan hier jetzt? Was ist der Plan? Ayo-Relikt spricht halt für wir rollen jetzt schon und nehmen ein paar Ayos mit. Aber ich würde ganz gerne Level 10 gehen. Ich würde auf jeden Fall auf Legendaries gehen, weil Legendaries sind immer cool. Jede Minderheit hat das Recht, diskriminiert zu werden, nennt man Gleichberechtigung oder so. Ja. Aber Minderheit. Ich finde das minder gut, dass ich mir jetzt keine anderen Effekte mehr kaufen kann, dass ich jetzt wieder hochleveln muss, den Typen. Wir spielen den jetzt relativ lang. Aber ich will den eigentlich eh spielen. Irgendein cooles Pet wäre auch ganz nice. Ich würde den Hund, den würde ich ja fühlen, der passt halt gar nicht, aber den spielt halt in der App, den Hund. Das ist mein Grün in der App, deswegen. Finde ich das so gesehen ganz witzig. Oder meinen rausgehauen. Vielleicht bekommen wir ja auch so ein, zwei IOs. Komm, gib mir mal so ein IO direkt, damit ich ein bisschen ein gutes Gefühl mit dem IO-Relikt habe. Und wenn ich jetzt die ganzen Runden kein IO bekomme, habe ich kein gutes Gefühl. Woher kommst du? Ich komme aus Nordkorea. Nein, oh Gott, das wäre richtig schlecht. Nein, ich komme aus Süddeutschland, vom Bodensee. Also ich werde es nicht genau von Bodensee Baden-Württemberg. Richtig. So. Soweit kann ich es eingrenzen. Ich will aber immer nicht zu viel sagen, also welche Stadt ist vielleicht ein bisschen zu viel dann. Aber dann kannst du, weißt du ziemlich genau, wo ich herkomme eigentlich schon. Da sind alle Leute gleich. Einfach neue Krieger. Wir haben richtig fett Level schon. Ich fühle mich gerade, das ist auch gerade wieder so eine Runde. So sahen halt die Runden früher aus, vor dem, also vor eineinhalb Jahren oder so, oder ist es nur ein Jahr her? Ja, aber irgendwann haben die ja das XP-System geändert. Inzwischen, das braucht man ja so viel XP. So war es früher, als man noch nicht so viel XP gebraucht hat. Damals. Oh, how the deep ones. Damals war alles besser. Damnation rises. Ja, ich gebe jetzt trotzdem alles ihm jetzt. Weil das nochmal. Oh lol. Ah doch, nee, ich krieg's zusammen zum Glück. Ah, so genau wollte ich es auch nicht wissen. Zu spät. Sorry. Mach du den. Lol. Ja, okay, dass er Mars steht, habe ich gar nicht irgendwie im Kopf mehr gehabt. Stimmt, Mars hätten wir auch rausnehmen können. Wobei Mars 1 oder Patch 1 in so einer späten, zu so einer späten Runde macht auch keinen riesigen Unterschied mehr, ob ich den und den rausnehme. Also. Das ist ein riesiger Unterschied. Außer wenn Patch auf 2 wäre, der kann schon nochmal viel reißen. Aber im Endeffekt geht es darum, die 900 Krieger zu haben, ein paar auf 2 hoffentlich mit der Zeit und dann, dass sein Torwallot einfach seinen Schaden gucken kann. Und du machst natürlich auch ganz gut Schaden dann schon. Oh gut, und Tiny ist halt Level 2. Ich glaube, das war es in meiner Streak gegen den Leech Commander 3. Kann man aber auch schon mal die Streak verlieren. Ey, ich werde so viele Enigmas nachher stellen. Gegen den Boy hier. Ich level mal ein bisschen vor, weil ich will gucken, wie viel. Kommt mir nochmal viel. Gibt's Great Vault die Runde? Nee, gibt's eh nicht. Dann brauche ich auch nicht nochmal bis Runde 30 hochsparen. Das fehlt. 24. Das heißt, spätestens Runde 29 sind wir Level up. Vielleicht können wir sogar vorher gehen, wenn es sich irgendwie lohnt. Was könnte man für eine Komp stellen? Gods mit dem Mars Elements bringt mir gar nichts. Nagas vielleicht.
Gut, eigentlich nur Nagas oder Elements. Aber den Gegner bringt das Nagas auch nicht wirklich viel. Alter, mein ganzes Feld ist gefühlt geblieben. Was schon da passiert? Spawn Troll Warlord, Mann, mit seinem Chen. Man hat da Items, was ganz cool ist. Aber wenn Chen nochmal spawnt, kommt wieder nochmal ein Troll Warlord, glaube ich, oder? Ne, okay, ein LD. Guck, ich hab noch einen gekillt. Ja, ist okay. Wir haben genug Zeit. Wir haben, wenn dann, knappe Loses. Wir haben keine harten Loses. Guck mal, da ist Marsh schon. Ich kann doch einfach Brewmaster stellen und auf einen Lucky Drop hoffen. Damit ich ein Legendary bekomme, ich bin eh Level 10, als ob es so wichtig wäre, einen Lucky Legendary Drop zu bekommen. Gut, stark wäre es trotzdem. Ich habe schon mal einen Legendary Safe. Tja, im Endeffekt werde ich jetzt gleich versuchen, alles hoch zu leveln. Bei den Rolls. Dann schön die Legendaries mitzunehmen und nachher mal gucken, was wir draus bauen mit den Legis. Oh, die nice Draw Ranger 3. Wisst ihr, was bitter ist? Ich hatte ja erstmal eine Runde schon mit Draw Ranger 3. Ich habe zwar sogar eine YouTube-Folge, die heute kommt, wo heute jetzt gekommen ist, vor 2 Stunden. Ich meine, da ist eine Draw Ranger auf dem Thumbnail. Ich glaube, es müsste die Folge sein, die heute gekommen ist. Ich habe noch nicht geschaut, weil da waren wir gerade noch im Quiz drin. Und da, es gibt aber den Skin von der Draw Ranger, den kann man nicht auswählen in dem Hauptmenü von Dota. Und da mache ich meine Thumbnails ja immer. Und zwar ein bisschen belastender, man muss sich so einen normaleren Skin nehmen. Ich habe gerade von meiner Tastatur mit dem Ding umgespielt, hier mit der Handballenauflage, wie das Ding heißt, und habe dich vielleicht runtergeworfen dabei. My faithful joy. Ja, nehmen wir Chen einfach rein. Chen ist nicht so schlecht, den kann man immer mal spielen. Dismiss nachdenken. Will ich ein Dismiss machen? Boah, hier gibt's nichts, was ich unbedingt das. Wenn dann wäre es Gott Dismiss. Ich glaube, ich spiele es ohne Dismiss. Das ist mir zu teuer. Das lohnt sich nicht wirklich wegen einem. Vielleicht spiele ich auch Zeus einfach dazu, wenn ich Gott Buff auch noch. Ne, machen wir es ohne Dismiss, Leute. Die Runde. Ich würde maximal einen Mage Dismiss in die Überlegung nehmen, wenn ich das mit Dismiss Relikt bekommen würde und nichts anderes Gutes als Relikt. Das gibt's sogar. Hier, Master Key. Seht ihr hinter mir? Nicht. Hier. Lass die Zerstörungswut nur raus. Ja, Mann. Ich hab keinen einzigen Ayo. Time to show. From the deeps, I rise. Aber Arkborn schon mal. Boah, wir könnten eigentlich ein Dismiss machen, um zumindest einen Forst, also um zumindest einen Forst da rauszunehmen, Billig, und zwar den Alk. Das könnte man sich überlegen. Hätte ich schon gerollt leider, das ärgert mich ein bisschen. Na, egal. Haben wir einen weniger, den wir da ziehen. Ich wünsche Slark, den kann ich mir gleich wieder kaufen, sobald er kommt. Der eine Runde früher oder später auf Level 2 ist, dann auch wieder. Wird eh viel gerollt. Ich weiß, es wird sich gleich schon schnell von den Kriegern weg. Ja, doch. Das war schon mal einer meiner Wünsche, die ich geäußert habe. Die Combination geht immer noch nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das gleich ordentlich hier umswitchen. Jojo hat das ja schon richtig stark. Jojo wird mir jetzt ordentlich Schaden tun, glaube ich. Die Dinger, die Spawns sind gleich weg. Mal gucken, was. Ah, Gott. Kommt die Spawns ein bisschen weg? Okay, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Okay, das sah um einige schlimmer aus ursprünglich. Oh, krank. Krass, wie Jojo das nochmal gesnowballt bekommen hat. Der hat echt noch. Ich habe ihn gar nicht so stark eingeschätzt. Jojo habe ich gar nicht als Problem so gesehen. Auch wenn er auch viel gespart hat.
der Zeus, den ich nicht haben wollte. Hängt es ein bisschen davon ab, wie gut wir Legendaries ziehen. 5% auf Legis und Io Relikt. Natürlich wäre es trotzdem gut, wenn wir diese auch noch mal zwischenzeitlich hochziehen. Ich nehme noch Chance mit. 64%. Okay, wir hätten jetzt gerade übrigens schon den Mango bekommen, die uns bis zu 10 Gold gebracht hätte. Wenn wir das andere Relikt genommen hätten. Wenn wir jetzt eine Runde gewinnen, hätten wir sogar eine 2. Oh komm, gegen Hunter mit 9er Kriegern. Von der Dwarfs hat, da müssen wir doch irgendwie was gegen reißen können. Die machen so viel Schaden selber. Ja, wobei wir sind nicht viel stärker. Alter, er ist halt die ganze Zeit stunt, deswegen sind wir sogar schwächer, weil er Dauerstunt ist von Mirana wieder mal. Aber nee, okay, wir sind minimal stärker. Ups. Das nehme ich gern mit. Mann, ich komme so wie Juggernauts inzwischen. Ich will nicht auf Zeus gehen. Und hier jetzt. Ach, er hat das Ding relegt, oder? Ja, er hat Family Discount. Ich brauche jetzt echt ein bisschen Luck bei den Legi Rolls. Und vielleicht auch mal noch mal ein bisschen was von Grace of Legi. Ich habe seit 13 Runden, ne? Seit 13 Runden habe ich Io relegt. Ich habe noch keine Io gesehen. Ich habe natürlich die ersten 10 Runden davon kaum gerollt. Aber seit Runde 29 oder seit Runde 30 habe ich eigentlich ganz viel gerollt. Mal kurz weg, sonst roll ich alles runter. Ich sehe das schon kommen. Und deswegen habe ich Patsch nicht gelöscht. Okay, komm, Game. Okay, der ist gut. Der ist auch schon mal gut. Dann chillen wir nochmal. Was haben wir da bekommen? Das waren gute Rolls, Leute. Nick mal raus, es ist die halbe Miete. Boah, okay, war relativ close. Ist der Lust besser oder eins von den anderen Sachen, die es da gerade theoretisch gegeben hätte? Step lively now, your admiral is on board. Was gab es da noch als Möglichkeit? Monkeys King Bar. Das andere auf jeden Fall nicht, aber Monkeys King Bar, ich glaube schon, ich mag der los mehr als Monkeys King Bar, denke ich. Ja, 9 neue Krieger halten, ne, mit den richtigen Legendaries dazu. Und wir haben jetzt immer noch Zeit zum Rollen, aber Jojo hat halt schon echt ein besseres Team-Moment. Er hat die Legendaries echt gut gezogen. Er hat halt auch schon die Dinger. Die Akir-Sachen.
Boah, ihr müsst ganz schnell despawnen, alle. Oh, danke, dass die noch despawnt sind. Das ist schon genug Schaden, Alter. Trotzdem 33 Damage, yo. Auf jeden Fall. Okay, ich muss schnell mal... Ich wollte entspannt rollen, Alter. Das muss ich rumstressen. Bin ich schon mal weg. Ich nehme keine Krieger mehr mit. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf Akia und auf die Legis. Wir müssen spätestens die übernächste Runde drauf bekommen. Your God has arrived. Wir sollten schon Akia-Sachen auch mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Spectre. Monkey King. Ich nehme ich nicht mehr mit. Shen. Invoker. Mein Walker. Auf jeden Fall auch schön, wie ich viele Akias mitgenommen habe und Bäumchen. Wenn das nicht weg ist, verschwunden wäre. Boah, das wird trotzdem knapp, Alter, mit den ganzen Legions. Ich hab mich so aufgeregt. Komm, gib mir noch die eine Chance, mein Team zu verbessern. Bitte, Game. Your God has arrived. Das ist irgendwie voll das Schmuchteam. Ich habe nur Legendaries drauf, Alter. Das bringt mir halt nichts. Das bringt mir halt gar nichts gerade, glaube ich. Nee. Na gut, der Troll kommt noch ein bisschen auf. Aber ich wusste, dass der LD meinen Troll kaputt machen wird. Ach Mann. Hatte so einen riesigen Vorteil vom Gold, aber es kam einfach nicht rechtzeitig die guten Sachen. Und dann warst du stark, GG. Schöne Runde. Schade, Mann. Das ärgert mich. Ich hab doch nicht mal ansatzweise, ich hab doch keine doppelten Sachen gehabt. Wie konnten die denn am Schluss, gut, am Ende, beim Runterrollen kamen die ganz gut dann. Ja, trotzdem eine spannende Runde gewesen. Trotzdem eine sehr spannende Runde. YouTube-Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, dann bis zum nächsten Mal. Haut's rein.